Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir den nächsten Check-in für September. Es wird der letzte Check-in sein. Wir haben zwar noch 11 ganze Tage im September, aber ihr wisst ja, dass ich dann so gegen Ende eigentlich nicht nochmal einen Check-in machen möchte, weil ich mir das sonst einfach ein bisschen langweilig vorstelle, wenn man eh schon alle Zahlen weiß, wenn dann der Budgetabschluss ansteht. Das heißt, unser letzter Check-in findet heute statt. Und ich kann euch schon mal insofern spoilern, als dass die Tatsache, dass hier ein rosafarbener Stift liegt, der bei mir die Rot ersetzt, keine gute Bedeutung hat. Also das hier ist sinnbildlich dafür, wie es diesen Monat bei uns im Budget läuft. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie sind wir momentan gerade in so einer Phase, wo wir mehr Geld ausgeben und das irgendwie auch sehr leichtfertig ausgeben. Ja, ich weiß gar nicht, ob leichtfertig das richtige Wort ist. Es sind jetzt keine blödsinnigen Käufe, die wir tätigen, also das nicht. Aber momentan sitzt das Geld irgendwie lockerer. Und ich fürchte, das ist auch wieder so ein Lawineneffekt, wie ich ihn schon oft erlebt habe, dass dann der eine Kauf zum nächsten Kauf führt und dann will man sich noch hier und will man sich noch da was gönnen. Und das spielt auch wieder total in meine ganz oder gar nicht Persönlichkeitsstruktur rein, dass ich entweder super streng bin oder halt sehr nachgiebig. Also bei solchen finanziellen Denken meine ich jetzt, ne? Also entweder ich halte mich komplett zurück oder aber ich schöpfe aus dem Vollen. Ja, so viel sei schon mal gesagt. Der Monat ist mit Sicherheit nicht grandios, aber, und das ist auch klar, der Monat ist 100-mal besser als wahrscheinlich jeder einzelne Monat war, bevor ich budgetiert habe. Denn wenn man sich die Sachen erst gar nicht aufschreibt, dann sitzt das Geld noch sehr viel lockerer und man hat ja überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber, wie viel man über Budget ist, wenn man nie ein Budget hatte. Ja, so viel sei mal dahergesagt, aber jetzt trinke ich erstmal. Schaut mal, sieht der nicht schön aus? Vielleicht habt ihr ja auch gerade einen Kaffee vor euch. Ah, es gibt echt nichts Besseres. Und dann starten wir gestärkt ins Budget rein. Hier haben wir meine ersten beiden Spalten vom Weekly Check-In. Heute werden wir hier die Zahlen reinschreiben. Ich habe hier schon diverse Striche in Kategorien, wo einfach kein Budget mehr da ist. Also wo man eigentlich nichts mehr konsumieren dürfte. Und dann schauen wir mal, wo wir da überall stehen. Die erste Kategorie ist bei mir die Lebensmittelkategorie, wie immer. Und da haben wir so einen kunterbunten Haufen von verschiedenen Supermärkten, die wir angucken können. Wir hatten einen kleinen Netto-Einkauf, einen kleinen Edeka-Einkauf, einen etwas größeren Aldi-Einkauf, nochmal einen Edeka-Einkauf und nochmal Bargeld für Patrick, für Barausgaben. Und landen damit bei 266 Euro, die nur noch übrig sind im Vergleich zu 454 Euro, die vorher noch übrig waren. Und jetzt mache ich es mir gerade ein bisschen einfacher mit dem Taschenrechner, um zu gucken, wie viel wir da letzten Endes... Oh, seht ihr mich? Huhu, hallo. Ich habe einen Turban auf. Ich lasse nämlich gerade eine Kur einwirken, falls ihr euch wundern solltet über das da hier. Man muss immer auf Spiegelungen achten, wenn man filmt. So, also, wir haben 454 minus 266 sind 188, die wir ausgegeben haben für Essen. Wobei ich da zumindest sagen kann, dass die 40 Euro Bargeld ja noch vorhanden sind. Die sind ja nicht schon komplett ausgegeben, die hat er nämlich erst gestern gekriegt. Das heißt, das könnte man da noch so, ne? Man kann sich das noch so ein bisschen schön rechnen, wenn man das möchte. Gut, übrig haben wir 266 und bei 11 Tagen würde ich jetzt mal mit 2 Wochen rechnen. Also ich schaue, was in einer Woche übrig ist und teile das Ganze durch 2, auch wenn es nicht 14 Tage sind. Und da hätten wir dann 133 Euro pro Woche. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Das dürfte hinhauen. Aber jetzt zeige ich euch, in welchen Kategorien ich dann eher mal so meine Bauchschmerzen habe. Und zwar ist das zum Beispiel Auswärtsessen. Da ist nämlich gar nichts mehr drin. Und ich meine, das war absehbar, weil wir ja hier sehr stark gestartet sind. Patrick und ich sind jetzt einfach total auf den Geschmack gekommen. Und es klingt so fies, aber ihr wisst doch sicher, was ich meine, wenn ihr auch Kinder habt, dass wir halt ohne Kinder essen gehen. Und wir möchten jetzt wirklich weitaus mehr auf unsere
Partnerschaft schauen. Wir sind nächstes Jahr 10 Jahre verheiratet, 15 Jahre zusammen, glaube ich. Und wir brauchen einfach wieder mehr Zeit zu zweit. Und jetzt, wo die Kinder älter sind, bietet sich da halt die Gelegenheit dazu, das wieder zu reaktivieren, so Dates zu haben und die Kinder derweil bei Oma und Opa zu haben. Oder vielleicht, dass er mal früher von der Arbeit heimkommt oder später in die Arbeit fährt und wir was zu zweit machen. Und das tut uns einfach so mega gut. Heute hatten wir auch einen ganz tollen Tag zu zweit, weil die Kinder bei Patricks Eltern sind. Und da habe ich auch einen Vlog gedreht, den ich dann, keine Ahnung, morgen, übermorgen oder so hochladen werde. Ja, also es war einfach nur traumhaft schön und tut uns unglaublich gut. Ja, aber es geht natürlich schon ins Geld und ich weiß nicht, ob ich da noch mehr reinpacken soll oder ob ich so eine Art Date-Budget extra einführen soll. Wenn das jemand von euch hat, dann erzählt doch bitte mal in den Kommentaren, wie ihr das zur Hand habt. Also ob ihr halt eben sowas habt für Rendezvous, für Dates mit eurem Partner. Genau, hier hatten wir nochmal das Bäckerei-Café und dann habe ich mir den Rest aus dem Freizeitbudget gemopst, weil ich hier auf Null kommen wollte bei Auswärtsessen. Das heißt, wir hatten bei Auswärtsessen beim letzten Mal 4 Euro übrig. Wie schreibe ich das jetzt hier rein? Ich mache jetzt mal so, als ob wir 4 ausgegeben haben, oder? Weil die Pluswerte kann ich ja nicht reinschreiben. Also wir hatten 4 übrig, haben sozusagen 4 ausgegeben, nichts übrig und nichts pro Woche. Ich habe den Strich vorher gerade gemacht, muss ich ihn jetzt auch gerade machen. Ja, gut, aber ihr seht ja eben, wir sind bei 0 und es ist nichts mehr übrig, das passt auf jeden Fall. Das heißt allerdings, dass wir uns jetzt wirklich zusammenreißen müssen für die letzten 11 Tage und das könnte wirklich schwer werden, weil wir einfach so drinnen sind und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir sind einfach so, ja, wir genießen das gerade total und irgendwie haben wir auch keine großartige Hemmschwelle. Ja, mal gucken, wie das noch weitergeht. Dann habe ich mir bei Freizeitgestaltung eben die 5 Euro gemopst und da ist dann noch mein Kaffeebesuch mit den Kindern dabei gewesen, also von mir mit den Kids, was ganz was Simples. Und da sind jetzt noch 2 Euro übrig. Das heißt, hier haben wir 18 Euro ausgegeben und haben 2 Euro übrig. Das wäre jetzt noch 1 Euro pro Woche. Auch das dürfte schwierig werden. Dann geht es weiter zur Drogerie. Da habe ich Gott sei Dank nicht noch mehr ausgegeben. Das wisst ihr ja alles schon, diese Ausgaben. Ja, genau, das wisst ihr schon. Da waren wir eh am Ende auf minus 2,20 Euro. Da kam dann der hier zum Einsatz. Das heißt, hier nichts ausgegeben, allerdings auch nichts übrig und nichts pro Woche. Dann haben wir Tierbedarf. Auch da war es so, dass wir bereits im Minus waren, aber es kam zum Glück nichts mehr dazu. Wir sind jetzt auch mit Hundefutter zumindest super ausgestattet. Katzenfutter geht zur Neige, aber der neue Monat kommt dann ja. Und keine Sorge, ich lasse die Siri nicht hungern, falls wir zu wenig haben sollten. Dann kaufe ich halt nochmal was. Aber ich denke, wir kommen da ganz gut hin. Und nächsten Monat würde ich dann wahrscheinlich auch gleich eine Katzenfutter-Großpackung kaufen. Ich rede gerade eigentlich mehr zu mir selbst als zu euch, sorry. Gut, tanken und Ticket hat Patrick nochmal für 86 Euro getankt. Damit hat er 81 Euro übrig. Das sind jetzt theoretisch 40 Euro pro Woche. Aber wenn man sich hier anschaut, in welchem Rhythmus der ungefähr tankt, dann passt das ganz gut, wie ich mir das mal ausgerechnet habe. Also so im Schnitt ungefähr 10 Tage. Und dann sollte das hinhauen mit noch einer Tankfüllung, die dann hoffentlich nicht sehr viel mehr als 86 beträgt. Und dann passt das einigermaßen. Genau. Gut. Ungeplant ist hier unten noch gewesen. Da hatten wir ja leider 47 ausgegeben wegen dieser Personalausweisgeschichte. Da kam zum Glück nichts mehr dazu. Das heißt, hier unser dritter Check-in sieht wirklich so ein bisschen traurig aus mit den ganzen Strichen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eben noch 11 Tage im Monat übrig sind. Das sieht jetzt so aus, als wäre der Monat schon zu Ende, aber ist er leider noch nicht. Und dann zeige ich euch noch unsere Sinking Funds und was sich da so getan hat. Bei Haus und Haushalt ist zum Glück nichts dazu gekommen. Da waren diese
Teefilter war die letzte Ausgabe, mit der wir eh dann auf minus 3 waren. Ich hatte allerdings auch relativ wenig eingezahlt in dem Monat. Bei Pflege und Gesundheit hatten wir noch Ausgaben. Da musste ich leider mal wieder Kindermasken kaufen, gleich mehrere auch. Die verschlampern sie einfach, die verschwinden. Das ist echt schlimm, aber ich sehe auch ständig am Wegesrand irgendwo Masken liegen, wenn ich mit der Amy unterwegs bin. Also ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ja, 17 Euro haben die gekostet, 53 Euro sind noch drinnen. Patrick war noch nicht beim Friseur diesen Monat, also ich denke, dass das noch anstehen wird. Dann, da, ja, das ist natürlich so ein Beicht-Budget. Da habe ich mir einfach was gegönnt. Und irgendwie war das tatsächlich dieser Effekt, von dem ich euch erzählt habe. Ich habe mir neue Unterwäsche gekauft, weil meine halt eben nicht mehr gut aussah. Daraufhin habe ich mir nochmal T-Shirts gekauft und einen einzelnen Rock, der mir irgendwie gefehlt hat im Kleiderschrank. Also es sind ganz schlichte T-Shirts gewesen und einer von diesen Baumwollröcken, die ihr gesehen habt in meinem Die Klatter-Video, die natürlich geblieben sind, ne? Nicht die geklattert wurden. Das wäre richtig schlimm. Ja, und dann, als ich eben so vor dem Die Klatter diesen Drang hatte eben, ich möchte die klattern, ich möchte die Sachen haben, die mir gut tun und in denen ich mich wohlfühle und so, habe ich euch ja erzählt. Da hatte ich diesen Gedanken, ich will eben nicht mehr in Patricks alten T-Shirts den Sonntag verbringen, also in meiner Gammelhose. Ach, eine Zuschauerin hat gemeint, bei Ihnen heißt es Kuschelhose, finde ich viel schöner, viel, viel, viel schöner als Gammelhose. Mal gucken, ob ich mich umstellen kann. Also ich möchte eben nicht in so einer alten Jogging-Gammel-Kuschelhose plus so einem übergroßen T-Shirt den Sonntag verbringen. Ich will irgendwelche Sets, mit denen ich mich, die mir bequem sind, aber wo ich mich irgendwie auch angezogen fühle und irgendwie auch vorzeigbarer fühle und ja, einfach, ja, es mir selber halt wert sein, dass ich mich richtig gut fühle in dem, was ich trage. Und als ich dann den Entschluss für mich gefasst hatte, habe ich dann nach Schlafsets geguckt und bin dann bei H&M auch fündig geworden und habe 4 super schöne und bequeme Schlafsets gekauft. Ja, aber das Minus ist halt dann eben hier das Ende vom Lied. Ich habe 45 Euro mehr ausgegeben, als ich ursprünglich veranschlagt hatte für Kleidung. Und noch dazu hatte ich das ursprünglich geplant für Herbstschuhe für die Kinder, zumindest für Kilian, und die haben mir noch gar nicht gekauft. Also das wird dann auch noch auf mich zukommen. Wobei das zum Glück wegen des guten Wetters noch ein bisschen Zeit hat. Ja, also da läuft es wirklich nicht sonderlich gut an der Front. Tja, es ist so, wie es ist. Ich zeige es ganz offen. Es gibt einfach auch schlechte Phasen bei mir, genauso wie es gute Phasen gibt. Und ich glaube, die Hauptsache ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, weiterzumachen. Ja, mal sehen, mal sehen. Weiter geht's mit der Schule. Da kamen tatsächlich auch noch Sachen. Ich weiß es nicht, was ihr noch gesehen hattet. Schulbücher haben was gekostet. Arbeitsheft hat was gekostet. 18 Euro sind noch drin in dem Schul-Sinking Fund. Das muss ich dann auf jeden Fall wieder aufstocken, weil mit Sicherheit auch wieder Ausflüge kommen werden, die was kosten. Dann, noch ein wirklich, wirklich schlimmes Budget. Ihr wisst, dass ich Feiern aufgestockt habe, aber im Hinblick auf Weihnachten eigentlich. Ich dachte da hauptsächlich an Weihnachten. Tja, Pustekuchen. Alles weg und nichts für Weihnachten übrig. Im Gegenteil, wir sind im Minus. Ich habe einfach Sachen vergessen und das zeigt mir immer wieder deutlich, dass ich diese fixen Summen brauche für diverse Sinking Funds und da ist Feiern ganz oben mit dabei. Das heißt, ihr dürft euch darauf gefasst machen, dass ganz bald ein Video kommt über diese fixen Summen und was ich da in Zukunft fix jeden Monat reinstecken werde, denn sowas soll mir nicht nochmal passieren. Meine Schwiegermama hatte Geburtstag, 60 Euro weg, Schulstart. Gut, das war einfach so meine Entscheidung. Die Kinder sind so süß und so lieb. Und ich hatte ihnen ja auch letztes Jahr zum Schulstart was geschenkt. Und dann, naja, eben wieder hat jeder was bekommen für 28 Euro jeweils, 56 Euro weg. Dann meine Mama hat ja noch eine Einladung gut gehabt von uns, weil ich das tolle iPad von meinem Papa gekriegt habe. Das waren 95 Euro. Und dann hat Kilian Geburtstag. Der hat Ende September Geburtstag. Und normalerweise veranschlagen wir pro Kind, pro Geburtstag ungefähr 100 Euro. Aber das ist diesen Monat
tatsächlich nicht diesen Monat, dieses Jahr was anderes, weil wir uns jetzt dafür entschieden haben, uns tatsächlich eine Spielekonsole zu kaufen. Kilian spielt wahnsinnig gerne, genauso auch ich und Patrick. Wir sind ja die Generation Nintendo. Wir sind seit dem ersten, nee, nicht seit dem ersten, seit dem Super Nintendo sind wir am Start und ich liebe Mario, Mario Kart, Donkey Kong, all diese Spiele, die es da so gibt, finde ich einfach so genial. Und ja, wir hatten das ihm schon mehr oder weniger seit einem Jahr in Aussicht gestellt, dass wenn er sich schön anstrengt in der Schule, wenn alles gut läuft und so, dass wir uns dann, wenn der Herbst kommt, wenn das Wetter nicht mehr so schön ist, eine Spielekonsole zulegen werden. Mit dem Blick auch darauf, dass es die Spiele für diese Spielekonsole in der Bücherei zum Leihen gibt, was ich natürlich fantastisch finde, diese Vorstellung, dass man sich dann für 2 Wochen ein Spiel leiht, das dann spielt und entweder verlängert oder wieder zurückgibt und halt eben nur die Konsole zahlt. Aber ja, wer sowas zu Hause stehen hat, der weiß natürlich, dass die Konsole alleine schon richtig, richtig viel Geld kostet. Und da kommt man auch mit 208 Euro nicht hin. Nee, da haben dann meine Mama und Patricks Mama natürlich auch noch mitgesponsert. Und damit sind 208 Euro weg und wir sind 113 Euro im Minus bei einem Budget, wo ich eigentlich richtig ordentlich im Plus aus dem Monat rausgehen wollte. Aber ja, man lernt dazu. Auch nach über einem Jahr Budgetieren lernt man noch dazu. Und ich werde bald dieses Video veröffentlichen mit diesen festen Zeit. Ups. Mit diesen festen Zahlen, die ich da reinpacken möchte. Und ja, ich hoffe, dann gehört sowas hier der Vergangenheit an, weil ich möchte mit diesem Stift, so schön er ist, nicht so oft schreiben müssen in meinem Budget. Gut, da steht noch die ungeplante Ausgabe drin. Das ist die letzte Seite. Das heißt, das war's. Das heißt, die 2 Schlimmen haben wir jetzt hinter uns gebracht. Das war Kleidung und Feiern. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber jetzt sehe ich auch ein bisschen den Unterschied zu vor dem Budgeting, nach dem Budgeting, weil sowas wäre früher für mich einfach ganz normal gewesen. Ich hätte mir einfach die Unterwäsche, die Shirts, den Rock und die Schlafsets gekauft. Ich hätte für Kilian die Geschenke gekauft. Ich hätte mir keinerlei Gedanken drüber gemacht. Ich hätte auch gar nicht auf den Kontostand geguckt. Wirklich so naiv war ich. Ich habe das wie so Vogelstrauß-Taktik, wollte ich gar nicht wissen und passt schon. Patrick verdient super. Ich habe ja auch eine Zeit lang gut zuverdient, einfach gekauft und ja, ist schon in Ordnung. Permanent im Dispo gewesen, aber das war ja normal und irgendwann fühlt sich das dann auch völlig in Ordnung an. Und jetzt ist sowas wirklich mit einem schlechten Gewissen verknüpft und mit dem festen Vorhaben, es besser machen zu wollen. Und allein das schon finde ich grandios. Also, dass das Budgeting in mir so bewirkt hat. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Toll, schaut's nicht aus. Ich bin gespannt von euch zu hören, wie euer Budget lief. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ich genieße jetzt noch meinen Kaffee. Der ist auch noch sehr, sehr schön warm. Das freut mich. Ich habe mich nicht viel verplappert. Ich muss wahrscheinlich nicht so viel schneiden dieses Mal. Und wir sehen uns ganz, ganz bald. Ciao!